Geheimnisvoller Kreml. Kaum jemandem gelingt es, hinter seine Mauern zu blicken. Ich möchte ergründen, wie die Menschen in Russland leben. Jetzt, zur Zeit der Ukraine-Krise, auf dem Land und in der Stadt. Zwei Auslandschweizer helfen mir dabei. Sie kennen sich hier aus. Ich habe das Glück, dass ich hier das Schweizer Fernsehen habe, das deutsche Fernsehen, aber auch die russischen Nachrichten verfolge. Ich denke, irgendwo in der Mitte dieser Berichterstattungen wird die Wahrheit sein. Der Bauer Hans Michel aus dem Berner Oberland ist ein alter Bekannter. Er lebt seit 10 Jahren in der russischen Provinz. Kilometer entfernt in Moskau ermöglicht mir der Schreinermeister Jörg Duss Einblicke in die Welt der Superreichen. Der Luzerner lebt schon 18 Jahre in Russland. Er besitzt eine Baufirma. Und er unterstützt mit einer Schweizer Stiftung russische Bedürftige. Das Switchen zwischen den verschiedensten Bevölkerungsschichten, heute bei den Ärmsten, noch bei den Reichsten, das sind natürlich Werte und Erfahrungswerte, die ich in der Schweiz wahrscheinlich nie hätte so können sammeln können. Ich tauche ein in eine Welt voller Überraschungen und Irritationen. Das ist unsere liebe Folklore-Gruppe aus dem Nachbardorf Rostolia. Ich sage es gerade, wie es ist. Das erste Mal, als ich sie gesehen habe, dachte ich, was kommt da her? Aber eben wunderbare Stimme, ein bisschen das Melancholische, Schwere, aber auch gleich wieder ein Haufen Lebensfreude. Spazibo. Wie jeden Sommer ist eine Gruppe von Schweizer Bauern zu Besuch bei Hans Michel und seiner Frau Julia. Auch Hans Michel lernte Russland auf einer solchen Gruppenreise kennen. Er fing Feuer und wanderte aus. Das Schweizholz, das wir einlegen in Kräutersud. Und dann wird es auf dem Mangal, so heisst der russische Grill, grilliert. Jeder Ausländer, der in die Schweiz kommt, erwartet man, dass er sich integriert. Und genau gleich ist es hier. Wenn du dich hier normal gehst, nicht überheblich, und mitmachst und einfach mit diesen Leuten hier ehrlich zusammenarbeitest, dann hast du hier absolut keine Probleme. Das tut mir auch, schadet mir eigentlich in diesen 10 Jahren in der Schweiz das Image von Russland ein bisschen verbessern. Und jetzt durch die ganze Ukraine-Krise sind bei vielen Leuten wieder so die alten Bilder für dich gekommen. Ich lernte Hans Michel 2005 kennen. Damals filmten wir zum ersten Mal auf dem Betrieb Schweizer Milch. Nun bin ich gespannt, wie es ihm heute geht und wie er zurechtkommt in Putins Russland. Doch der Reihe nach. Das russische Abenteuer von Hans Michel begann im Berner Oberland. Er war bekannt als einer der besten Züchter.
Haus und Hof hatte er von seinem Vater übernommen. Und das meiste Land gepachtet. Insgesamt 12 Hektar. Ja, ich habe einfach hier keine Entwicklungsmöglichkeiten mehr gehabt. Eine kleine Parzelle von 25 Jahren haben wir dort unten. Dann habe ich hier eine Parzelle von 57 Jahren. Und dann sieht man dort das Längengebäude. Hinten dran ist eine Parzelle 80 Jahre. Dann dort links von der Autobahn. Vorne sieht man jetzt noch ein schwarzes Tierli ganz weit weg. Dort habe ich Hektare. Und wenn man nicht wachsen kann, die Vorstellung, noch 25 Jahre hier zu warten, bis ich die Pension bekomme, hat mich frustriert. Und so kam es, dass Hans Michel 2004 mit zwei Schweizer Kollegen diesen Milchwirtschaftsbetrieb kaufte und nach Russland auswanderte. 150.000 Franken legte jeder damals auf den Tisch. Den Rest finanzierten sie mit einem Bundeskredit. Wir filmten Jakob, Sepp und Hans ein Jahr nach ihrer Ankunft in der Region Kaluga, 200 Kilometer südlich von Moskau. Seit wir hier sind, haben wir natürlich einen Haufen mehr Träume als vorher, weil die Visionen hier sind ja. Das Land ist gross und die Möglichkeiten sind gewaltig. Also sind Haufen neue Träume dazugekommen. Und ein Haufen neuer Probleme. Ihr Betrieb war ursprünglich Teil einer riesigen Kolchose. Viele ehemalige sowjetische Großbetriebe gingen nach der Wende Konkurs. Auch hier waren die meisten Maschinen defekt. Alles lag am Boden. Die drei Pioniere aber ließen sich nicht unterkriegen. Als erstes bauten sie einen Kuhstall und ein Gästehaus. Immer wieder aber hatten sie Mühe mit der Mentalität der Angestellten. Die Kolchosenwirtschaft war so aufgebaut, dass einfach alle Spezialisten waren. Entweder ist man Melcher, oder ist man Mister, oder Traktorist, oder Direktor, oder Buchhalter. Lauter Spezialisten. Die sind aber auch nur auf ihrem Gebiet tätig. Also Traktorist schaut zu, wenn irgendwie einer am Misten ist. Der geht nicht helfen, weil für das ist der andere ja Spezialist. Und so hat man eben viel, dass einer am Arbeiten ist und zwei, drei zuschauen. Und wir haben probiert, den Leuten beizubringen, dass wir im Prinzip einfach Arbeiter haben. Das Ziel ist, dass der Arbeiter erledigt wird und nicht, dass jeder auf seinem Job hockt. Schon bald aber zeigte sich Russland Hans Michel auch von seiner schönsten Seite. Mit seiner neuen Liebe Julia besuchte er das Sommerfest im Nachbarstädtchen Davarkava. Julia hatte schon ein Töchterchen aus erster Ehe, Nastja. Sie sind sehr offen, sehr gastfreundlich, man wird aufgenommen. Man kommt einfach zu einer Familie rein, gehört dazu. Es gibt also wenige Schnickschnack, oder wenn man dem sagen will. Man ist einfach dabei. Damals arbeitete Julia in der Milchverarbeitung des Betriebs. Es war ein Schock. Bei uns sind die Chefs die Chefs. Sie sitzen im Büro und sagen, wo es lang geht. Sie aber sitzen bis Mitternacht ständig auf dem Traktor. Ohne Pause. Und nehme nur ein kleines Picknick mit. Sie tun mir richtig leid. Doch es blieb ein kurzer Traum, den sie zu dritt träumten. 2008 trennten sie sich. Nur Hans glaubte unerschütterlich an das russische Abenteuer. Herbst 2014. Erntezeit auf dem Betrieb Schweizer Milch. Die russische Landwirtschaft ist noch immer wenig effizient und stark von Importen abhängig. Doch jetzt sagt der Kreml, die Ukraine-Krise sei eine Chance.
Russland könne und müsse sich selbst ernähren. Putin hat ein Importverbot für Agrargüter verhängt und höhere Subventionen versprochen. Hans Michel ist skeptisch. Ja, ich denke, solange wir nicht bessere Spezialisten bekommen, also Leute, die eben wirklich in der Landwirtschaft arbeiten und wissen, was sie tun, wird viel von diesem Geld wieder verloren gehen. Zehn Jahre lebt der Berner Oberländer nun in der Region Kaluga. Inzwischen ist er Direktor des Betriebs Schweizer Milch. Er hat zwei neue Schweizer Partner und 45 Angestellte. Heute will mir der gelernte Meisterlandwirt sein Reich zeigen. Für die Ernte hat er zusätzliche Arbeiter angestellt, mit ihren Landmaschinen. Ich hatte schon Angst, da sei etwas kaputt. Werdet ihr heute nicht fertig? Reicht es nicht? Schade. Also kein freier Tag zu Hause. Der Betrieb Schweizer Milch produziert fast das ganze Futter für seine Kühe und Rinder selbst. Nicht überall ist die Ernte so gut wie hier. Jetzt das letzte Mais, das eingebracht wird. Und dank dem Regen, den es noch gegeben hat, haben wir jetzt gleich noch ein bisschen schönes Mais bekommen. Es ist also hier in der Region Kaluga das schönste Mais, das ich gesehen habe. Solche Dächel hinter am Wagen, die würde in der Schweiz natürlich nie gehen. Weil, man sieht ja, wenn der Mais verloren geht. Auf der anderen Seite haben wir zu Russland so viel Fläche und das sind das letzte unbedeutende Mengen, die hier am Boden liegen. Fast denkt Bauer Hans schon wie ein echter Russe. Seinen Traum von unendlichen Weiten und unbegrenzten Möglichkeiten konnte er hier verwirklichen. Ja, hier sind wir gerade am Acheren. Also das sind 40 Hektare. Wobei wir wissen nicht genau, wo die Grenzen durchgehen, weil das nur so auf einem papierigen Plan eingezeichnet ist. Dann hier sind 10 Hektare. Dahinter sind 20 Hektare. Dann haben wir 50 Hektare rechts vor der Strasse. Hinten dran noch 30 Hektare. Und dann kommt der Betrieb. Und nach dem Betrieb ist dann das restliche Land von uns. Also insgesamt? Mit dem hier 800 Hektare. Also 40 Mal mehr Land, als ein durchschnittlicher Schweizer Bauer besitzt. Knapp die Hälfte der 800 Hektar gehört dem Betrieb Schweizer Milch. Der Rest ist Pachtland. Ausländer dürfen nur 49% ihres Landwirtschaftsbodens besitzen. . 400 russische Schwarzfleckkühe und 300 Kälber und Rinder. Alle selbst gezüchtet. Die Milch verkauft sich gut. Bis in die Moskauer Supermärkte. Mich beeindruckt, wie der Betrieb trotz vieler Schwierigkeiten gewachsen ist. Wir können weiter träumen, wir können. Ist alles möglich. In Russland fehlt eine Million Kühe. Wir werden in Zukunft als Zuchtbetrieb trächtige Rinder verkaufen können. Das wird ein weiterer Betriebszweig werden und wird unsere Kühe weiter verbessern können. Und mit den Grundlagen sind da. Also wir müssen die Chancen nur nutzen. Am nächsten Tag führt uns Hans Michel zu seinem Nachbarn, einem alten Freund.
ein weiterer Schweizer, der in Russland sein Glück gesucht hat. Nach 2 Stunden Fahrt kommen wir tief im Wald in einer Märchenwelt an. Auf dem kleinen Biohof von Jörg Duss. Also da haben wir immer Rüebli, Zwiebeln, dass der Gewissen in die Fleuge nicht übergeht. Ja. Weil wir dünn ja null düngen, nichts spritzen. Sobald jetzt die letzten Rüebli draussen sind und da hinten die Futterrüben rausgeht, wird hier ein Elektrozaun geben und dann gehen hier Zeug arbeiten. Ja. Weil dann wird es noch ein Rüebli haben, noch einen Rande haben, noch ein bisschen Herdöpfel, und dann wird hier geputzt. Dann gehen alle noch drauf. Riesendinger. Der Biohof ist vorläufig nur ein Hobby von Jörg Duss. Der diplomierte Schreinermeister und Holzingenieur besitzt eine große Baufirma in Moskau. Zudem hat er im Gebiet Kaluga eine Schweizer Stiftung mitbegründet. Wenn die da packt, das Land, wenn mit diesen Leuten zusammen. Gerade gestern sind wir da gesessen und gesagt, dass, also ein Fest feiern mit Russen, das ist. Das kann niemand. Also es ist einfach die Spontanität, die Fröhlichkeit. Also es ist einfach die Art. Eben, man redet immer von dieser russischen Seele. Aber die zum Schreiben, das ist einfach das gesamte der Hintergrund. Wenn ich zum Beispiel nur die russische Sprache, die russische Literatur, ist ja so reichhaltig. Seine Liebe zu Russland hat aber noch eine andere Seite. Natalia. Auch Jörg Duss hat eine russische Freundin gefunden. Sie ist eigentlich Gerichtsmedizinerin, hilft ihm nun aber auf seinem Bauernhof. Die beiden haben einen Hauslieferservice für reiche Kunden in Moskau aufgezogen. Eine vielversprechende Marktlücke. Einmal sagte mir ein Gazprom-Kunde, du musst die Eier nicht waschen. So weiß ich, dass sie wirklich vom Land kommen und nicht aus einem Laden. Als wir uns kennenlernten, sah ich in ihm nur den Ausländer. Ich dachte, die Ausländer seien unseriöse Männer. Nachdem wir uns näher kennengelernt hatten, merkte ich, dass er über sehr gute Qualitäten verfügt. Er ist ein guter Mensch, sehr hilfsbereit, großzügig. Er kann gut reden, kümmert sich um alles. Er gefällt mir. Ich liebe ihn. Mit der Schweizer Stiftung Raduga, deutsch Regenbogen, unterstützt Jörg notleidende Menschen in den Dörfern der Umgebung, die der russische Staat vernachlässigt. Wie Valentina Schewtschenko. Sie kann sich von ihrer Rente von 150 Franken kaum ernähren, hat kein Geld für den Gasleitungsanschluss, keins für Brennholz. Hier aber wird es kalt im Winter. Minus 20 Grad. Das ist gutes Holz. Birke, das wird sie wärmen. Was filmen die? Wo zeigen sie das? In der Schweiz. Ah, ihr wollt zeigen, wie arm wir hier sind. Nein, dass die einen Holz haben, die anderen nicht. Dass man einander helfen kann. So muss es doch sein. Jörg Duss nimmt mich mit nach Tarussa, ein Städtchen im Gebiet Kaluga, knapp 2 Stunden von seinem Biohof entfernt, an einem Nebenfluss der Wolga. Es macht einen schmucken Eindruck. Kein Vergleich, sagt Jörg, zu vor ein paar Jahren. Er besitzt hier eine Wohnung, gleich neben der Schweizer Stiftung Raduga. Diese ist unabhängig. Arbeitet zurzeit aber mit den lokalen Behörden zusammen. Denn es herrscht Hochbetrieb.
mit Flüchtlingen aus der Ukraine. Hallo, wie geht's? Wie war's gestern auf dem Amt? Wir sind eigentlich vergebens hingefahren. Die Dokumente waren nicht fertig. Wir sollen in einer Woche wiederkommen. Was sind das für Dokumente? Die provisorische Bescheinigung von unserem Flüchtlingsstatus. Damit können wir uns dann im Gebiet Kaluga bewegen und sind den russischen Bürgern rechtmäßig gleichgestellt. Hunderte Ukraine-Flüchtlinge brauchen in und um Tarussa ein Dach über dem Kopf. Wie die Lehrerin Julia Ivanenko und der Mechaniker Anton Tscherkesow. Sie sind vor kurzem aus der Ostukraine geflohen und nun vorübergehend im Haus der Stiftung untergebracht. In Russland gibt es für die Ausbildung unseres Kindes mehr Perspektiven. Der Bildungsstand in der Ukraine ist sehr tief. Hier können wir auch eine eigene Wohnung finden. Unser Haus in der Ukraine hat während der Kampfhandlungen Schaden genommen. In Russland ist es viel einfacher, für eine Wohnung zu sparen. Mit den Löhnen im Donbass und der Ukraine war es unmöglich, Geld auf die Seite zu legen. Den ukrainischen Eltern der kleinen Varvara erscheint Russland als das gelobte Land. Ein Stockwerk tiefer. Für ihr Treffen haben sich diese Damen herausgeputzt. Es sind ehrenamtliche Helferinnen. Das allmonatliche Teekränzchen ist ein Highlight in ihrem Alltag und ein Dankeschön für ihre Arbeit. Wenn immer es geht, ist Stiftungsrat Jörg mit dabei. Als ich auf die Welt kam, in der Schweiz mit dem Pass, ist eigentlich meine ist schon vorgelegt gewesen, mein Weg. Ich konnte nur gehen. Ich konnte nichts dafür, dass ich dort auf die Welt komme. Wenn ich heute hier sehe, junge Burschen, die in einem abgelegenen Dorf auf die Welt kommen, dem seine Chancen sind minimal. Er hat gar keine Möglichkeiten. Und meine Motivation heute ist, weil ich ja da bekommen habe, ich habe nichts dazu und weiter, probiere ich von dem in anderen etwas weiter. Es geht einfach Pech gehabt. Die Frauen erzählen mir, was sie in ihrem Leben alles durchgemacht haben. Weltkrieg, Kalter Krieg, Perestroika. Und wie sie danach erschreckt am Abgrund standen, weil niemand ihnen sagte, wie es weitergehen sollte. Als Putin Präsident wurde, ich kriege richtig Gänsehaut, da fühlte sich unser Volk wieder mehr geachtet. Man schämte sich nicht mehr für sein Land und hatte auch keine Angst mehr um sein Land. 98% jener Menschen, die den Weltkrieg und die ganze Misere bei uns überlebt haben, sind bereit, ihr Leben für Putin herzugeben, ehrlich. Dass er die Kindergärten verbessert und sich um die Gesundheit der Kinder kümmert, das verstehen alle, nicht nur die Eltern. Und jetzt kümmert er sich auch noch um die Studenten. Verstehen Sie? Das gibt uns einen solchen Glauben an unsere Zukunft, mit ihm. Aber wir haben auch große Angst, dass ihm um Gottes Willen nichts passiert. Ich weiß nicht, ob Sie noch Fragen haben. Zeigen Sie die Tischrunde, Sie weinen alle. Wir sind wieder stolz auf unser Vaterland und alles. Man soll dort im Westen nicht schlecht über uns sprechen. Sie sagen dort ja so manches, was nicht stimmt. Wir sind doch dagegen. Wie können wir denn gegen die Ukraine kämpfen? Niemals. Wir lieben sie doch. Wir können sie ja nur unterstützen, ihnen helfen. Uns schmerzt das so sehr. Fast jede Familie von uns hat ja Verwandte in der Ukraine. Wir können auf keinen Fall Krieg führen, was immer man über uns sagt.
frühmorgens auf dem Betrieb Schweizer Milch. Heute herrscht hier große Aufregung. Julia und Hans Michel haben 2006 geheiratet. Sie haben einen Sohn, Johann. Ein wichtiges Ereignis steht bevor. Johanns erster Schultag. In ganz Russland wird dieser Tag traditionell gefeiert. Im Anzug. Heute bringe ich meinen Sohn in die erste Klasse. Schrecklich. Hans wollte ihn schon mit 6 einschulen. Aber ich wollte, dass er noch ein wenig spielen darf. Die Schule kann warten. Die Kindheit vergeht ja so schnell. Auch Nastja, Julias Tochter aus erster Ehe, ist mit dabei. Die Fahrt zum Schulhaus im kleinen Nachbarstädtchen Tavarkava dauert rund 20 Minuten. Manches hat sich verändert, seit ich das erste Mal hier war, vor knapp 10 Jahren. So viele und so neue Autos gab es damals nicht. Kein Wunder, sagt man mir immer wieder, den Russen ging es noch nie so gut wie heute. Jetzt musst du dann viele Aufgaben machen. Na und? Aber nicht am Samstag und Sonntag. Samstag und Sonntag nicht, aber sonst schon. Auch in Tavarkava wird dieser Tag höchst feierlich begangen. Jedes Kind bringt seiner Lehrerin einen Blumenstrauß. Johanns Einschulung geht Hans ans Herz. In der Schweiz hätte er sich das alles nicht vorstellen können. Nein, eigentlich nicht. Aber es ist gut. Ich freue mich. Sonntagsweg und seine Kollegen und Kolleginnen. Mehr braucht es nicht. Lena, schau nach hinten, die Kamera. Siebenhundert Kinder und Jugendliche aus den Dörfern rund um Tavarkava gehen hier zur Schule. Von der 1. bis zur 11. Klasse. Ich denke, dass auf dem Land schon nicht auf einem hohen Niveau ist. Das hat teilweise halt auch mit schlechten Löhnen zu tun, die die Lehrerinnen haben. Mit Geld, das einfach allgemein für Bildung fehlt. Und ein Haufen unnütze Sachen. Mehr Uniformen oder so Zeremonien, die eigentlich nicht nötig sind. Oder für eben kein Geld für Schulmaterial etc. Mit solchen Gedanken steht Hans Michel an diesem Tag indes alleine da. Ein Marsch der Erstklässler, ein großer Moment. Und höchst patriotisch. So wie Putin es haben will. Thank you.
einige Jahre, das ist sicher, wird Johann, der kleine Russe mit Wurzeln im Berner Oberland, nun hier zur Schule gehen. Eigentlich wäre es hier fast paradiesisch. Wären da nicht die Schreckensbilder aus der Ukraine, die das russische Fernsehen täglich verbreitet. Ich will wissen, wie sich die Krise auf den Betrieb Schweizer Milch auswirkt. Also wir merken hier eigentlich nicht viel davon, außer dass die Ersatzteile, die importiert sind, teurer werden und die Lebensmittel in den Geschäften auch teurer werden, aber sonst daneben haben wir eigentlich hier keine Änderungen. Das Einzige, ich bekomme eine Anfrage aus der Schweiz von Käserien, die eigentlich jetzt eine Chance sehen, Käse auf Russland zu exportieren. Und mich fragen, ob ich nicht irgendwelche Kontakte könnte herstellen könnte. Es ist schade, eigentlich, was da in der Ukraine passiert. Und, auf einem Weg ist es auch nicht gut, wenn man aus diesem Elend versucht, Profit zu schlagen. Etwas allerdings ist neu. Putins Importstopp hat die Nachfrage nach einheimischer Milch steigen lassen. Für Direktor Hans aber ist klar, er will davon nicht profitieren. Das ist auch nicht nötig. Er hat heute weit weniger schlaflose Nächte als früher. Der Betriebsumsatz stieg in den letzten Jahren stetig. 2013 auf über 2 Millionen Euro. Und der Hof hat fast keine Schweizer Schulden mehr, nur noch kleine russische Kredite. Der Bürokratie-Dschungel hat sich allerdings nicht gelichtet und auch die Korruption ist nicht besiegt. Das braucht Leute mit Durchblick. Unser Betrieb ohne die Spezialisten, der technische Direktor, Tina, unsere Hauptbuchhalterin, Marina. Ohne diese Leute könnten wir den Betrieb nicht führen. Milchlizenz, Wasserlizenzen, die ganzen Umweltschutzbestimmungen, die sind schon für mich in deutscher Sprache sehr schwierig zu verstehen. Aber wenn ich das auf Russisch das lese, dann verstehe ich das nur nuancenweise. Was aber halten die jungen Buchhalterinnen von Präsident Putin und der politischen Lage? Es wird einen bewaffneten Konflikt geben in etwa 2-3 Jahren, ganz bestimmt. Und nicht unbedingt mit der Ukraine. Da gibt es manche andere Varianten, um Russland anzugreifen, um Russland in einen bewaffneten Konflikt hineinzuziehen. Wer will das denn? Wer das will? Ich bin mir ganz sicher, Amerika will Russland in einen Krieg hineinziehen. Um Russland zu schwächen. Wir denken immer nur gut über Putin. Er ist ein sehr starker Mensch. Ein Leader, der Russland aus dem Chaos geführt hat. Und der fähig ist, Russlands Platz zuvorderst auf unserem Planeten zu halten. So hoffen wir. Hans Michel, der nun schon 10 Jahre hier lebt, was denkt er über die Krise? Wenn ich vorher mit meinen Freunden zusammengesessen bin, hat man doch über andere Themen diskutiert. Schlechte Strassen, schlechte Schulausbildung, sehr tiefe AHV, Rentner, Spitalpflege war auch so ein Thema. Und heute
wird über diese Themen eigentlich fast nicht mehr diskutiert. Sondern heute ist einfach wieder so dreimal kurz und ein Mal lang. Hurra, hurra, hurra. Mit der Annektierung von Krim und mit dem harten Auftreten von Putin hat man sich wieder so ein bisschen als Gegenspieler von Amerika oder als zweite Weltmacht positioniert. Wer lange Zeit einfach so ein bisschen den Kopf hat müssen, hi ha, der ist natürlich jetzt, wo er ihn wieder hi ha, auf ein Eis erfüllt mit Stolz oder mit Nationalstolz. Was belastet Sie an dem Konflikt persönlich am meisten? Das Leid, das hinter dem Konflikt ist, die Trauer hinter jedem Toten, das ist eigentlich das, was belastend ist. Und die Vorstellung, dass auch wenn jetzt irgendeine Lösung gefunden wird, dass das sehr lange geht, bis die Leute das vergessen und dann können vergeben. Seit der Annexion der Krim stehen laut neuen Umfragen über 80% der russischen Bevölkerung hinter Putin. Das Staatsfernsehen mit seiner Propaganda ist für sie die wichtigste und oft einzige Informationsquelle. Die Berichterstattung erlebe ich als unerträglich einseitig. Aber nach all den Gesprächen beginne ich, meine eigene Sicht und jene unserer Medien zu hinterfragen. Immer mehr wird mir bewusst, dass auch das Schwergewicht unserer Berichterstattung aus einer bestimmten Perspektive erfolgt und geprägt ist von unseren westlichen Werten und Interessen. Wie ist die Stimmungslage bei der Elite in Moskau? Jörg Duss will mir einen Zugang ermöglichen zur abgehobenen Welt seiner Kunden, der Superreichen. Vor 10 Jahren baute er hier eine Baufirma auf, ein Generalunternehmen für Innenausbau. Anfänglich, um arbeitslosen Jugendlichen aus der Russa einen Job zu geben. Seine Firma profitiert vom gegenwärtigen Bauboom. In Spitzenzeiten beschäftigt er gegen 100 Angestellte. Wie ist es gekommen, dass Sie als gelernter Schreinermeister da in Moskau der reichsten Russen ihre Wohnungen und Häuser ausbauen? Ich bin natürlich schon länger in Russland und vor rund 8 Jahren hatte ich einfach das Glück gehabt, zur richtigen Zeit am richtigen Ort die richtigen Leute kennenzulernen. Da hat man sicher meine Russischkenntnis sehr gute Dienste erwiesen. Und nachher ist das Schritt für Schritt ist das weitergegangen und sich einfach so weiterentwickelt. Wir sind an der Grenze zu einem top-exklusiven Reich. Beim Eingangstor müssen wir den Pass zeigen. Ein Wohngebiet hinter Gitterzäunen am Rand von Moskau. Putin wohnt gleich um die Ecke. Irgendwo anhalten und aussteigen ist uns in diesem Gelände nicht erlaubt. Also da wohnen die reichen, superreiche hat's da, wo das ist für die meistens 2/3 Wohnung, wo sie am Wochenende hierher kommen. Also die Leute die leben in ihrer eigenen Welt, in ihren eigenen Zonen. Das ist eine eigene Gesellschaft in der Gesellschaft. Eine Vermischung von der unteren Gesellschaft zu der oberen findet in dem Sinne nicht statt. Er nimmt uns mit auf eine Baustelle. Bei diesem Objekt ist der Schweizer nur für die Fenster zuständig. Allein diese kosten über 1 Million Euro. 6.000 Quadratmeter reine Wohnfläche.
Wer hier in solchen Anwesen wohnt, gehört zur politischen oder Business-Elite Russlands, arbeitet zuoberst in der Öl-, Gas- oder Metallbranche. Der Swimmingpool mit Whirlpool, später mit goldenem Anstrich, darf da nicht fehlen. Da haben wir zum Beispiel auch so Projekte, das sind dann, also das sind wie Märli-Schlösser. Das ist eine Villa, die ist 7000 Quadratmeter gross. Da ist hunderte von Kilo Gold, das hier verarbeitet worden ist. Also das ist, kann man sich fast nicht vorstellen, wie das hier innen aussieht. Also der Kunde hat keinen grossen Sicherheitsanspruch, aber in der Garderobe, dort hat er schusssichere Fenster. Er hat gesagt, er will nicht, dass er nackt erschossen wird. Das sind dann manchmal so die Disziplinen, die sie halt haben. Das ist auch etwas, die haben wirklich die, bei solchen Villen haben wir nie Sicherheitsansprüche, weil die sagen immer, bis an unser Haus kommt eh keiner, bis ein Wachschutz rundherum ist. Wie teuer sind die Häuser? Also so ein Haus gesamthaft, das wird um die, denke, 300 bis 400 Millionen Euro wird das sein. Ein künstlicher See. In dieser Parklandschaft für Auserwählte. Ich meine, für die Wirtschaft ist es so gut, es gibt Arbeit, die Leute haben Arbeit, wenn immer so gebaut wird. Also, ich sehe es dem nichts Negatives. Und wenn wir ehrlich sind, gibt uns das auch die Möglichkeit, dass wir durch diese Tätigkeiten nachher wieder den Ärmsten helfen können. Die Welt der Oligarchen. Noch stehen sie hinter Putin. Doch seit der Ukraine-Krise hat eine massive Kapitalflucht aus Russland eingesetzt. Aber wie ist es zum Leben heute da in dem undemokratischen Land, in dem Land, wo der Präsident einen zunehmend aggressiven Kurs fährt? Also das ist jetzt eine Aussage, die Sie jetzt so getroffen haben, würde ich jetzt so nicht unterschreiben. Also es ist sicher eine andere Demokratie, als das in der Schweiz ist, weil die Leute ganz eine andere Beziehung dazu haben. Die Leute wollen hier in Russland auch, dass sie von einer starken Hand geführt werden. 90% sind für den jetzigen Präsidenten. Und ich meine, die Leute, die schon länger hier in Russland sind, die können das auch bestätigen. Das Wichtigste, was wir jetzt hier haben, ist die Stabilität, die alle Russen wollen. Wir hatten genügend Deflationen, wir hatten Währungsstürze und alles, was wir hier miterlebt haben. Und im Moment, in den letzten mehr als 10 Jahre, 14 Jahre, seit er eigentlich an der Macht ist, ist eine Stabilität da. Und darum läuft es auch mit dem Business gut in diesem Land. Und darum, also Sie können jeden hier fragen auf der Straße. Also es ist ein Wechsel, würde euch niemand begrüßen. Und tatsächlich, die Stadt entwickelt sich atemberaubend. Vor knapp 10 Jahren stand Moskau City noch nicht. Doch im Dezember 2014, gut 2 Monate nach dem Gespräch mit Jörg Duss, ist die Stabilität der Wirtschaft gefährdet. Der Rubel verliert an Wert. Die Hälfte aller Staatseinnahmen kommt aus dem Öl- und Gasgeschäft. Die Erdölpreise aber fallen. Die Folgen der West-Sanktionen sind nicht absehbar. Und westliche Investoren bleiben immer mehr aus, weil sie das Vertrauen in Präsident Putin verloren haben. Es könnte breite Bevölkerungskreise empfindlich treffen. Nicht nur die Elite, auch die neue Mittelschicht. Vielen Menschen geht es besser denn je, wenigstens vorläufig noch. Kein Wunder, stellen Sie Präsident Putin nicht in Frage.
Russland ohne Putin. Wir sind die Macht. Zufällig geraten wir Ende September in die erste große Protestaktion seit Ausbruch des Ukraine-Konflikts. Von gegen 40.000 Menschen ist die Rede. Ich bin froh, sie zu sehen. Es gibt sie also doch. Einige wenige in dem Riesenland, die von einer Zivilgesellschaft träumen. Andere, die jede Hoffnung auf Demokratie verloren haben, verlassen Russland. Über 200.000 waren es 2014. Mehr als je zuvor. Vor allem Akademiker. Bei all meiner Skepsis gegenüber Putins jetziger Politik, nach all den widersprüchlichen Eindrücken auf dieser Reise, glaube ich, das heutige Russland etwas besser zu verstehen. Wir sind wieder auf dem kleinen Bauernhof von Jörgdus, 200 Kilometer von Moskau entfernt. Sein Glück scheint er gefunden zu haben. Obwohl er in seinen langen Russlandjahren schon manche Talfahrt miterlebt hat. Seinen Hof hat er nicht zuletzt aufgebaut, um allfälligen Währungsstürzen als Selbstversorger trotzen zu können. Auch die Ukraine-Krise trägt er mit Fassung. Also wegen dieser Krise ist sicher keine Option, zurückzugehen. Das hindert uns nicht, dort zu arbeiten. Ich sehe keinen Grund, dass wir wegen dem müssen jetzt unsere Zelte abbrechen und wieder zurück in die Schweiz gehen. Und wie sehen Sie Ihre Zukunft da? Also meine Zukunft ist, dass wir weiterhin den Bauernhof jetzt aufbauen, zusammen mit der Natalia. Und wer weiß, also ich kann mir vorstellen, seit ein paar Jahren, wenn dann das auch gut läuft, dass vielleicht wieder ein neues Projekt irgendwie dazukommt. Was, Juli? Mit beiden Händen hat auch Hans Michel seine Chancen in Russland gepackt. Und Wurzeln geschlagen. Jetzt ist Feierabend. Ein seltener, ruhiger Moment für die ganze Familie. Ich mache mir eigentlich über unsere Zukunft keine grossen Gedanken. Ich habe mein Haus in der Schweiz neu. Ich kann jederzeit eigentlich mit der Familie in die Schweiz gehen. Eins ist, was nasst, eins will lernen. Ich hätte sie gerne in der Schweiz in die Lehre geschickt. Das andere ist die Schulausbildung des Kleinen. Da muss ich einfach schauen, was er lehrt und ob ich mit dem zufrieden bin oder ob ich das Gefühl habe, dass es besser wäre, wenn er in die Schweiz in die Schule geht. Aber von dem her ist eigentlich alles offen. Hast du einen Fisch gefangen? Nein, keinen Fisch. Ich fühle mich hier wohl. Ich habe ein gutes Umfeld. Ich habe viele gute Freunde. Schweizer und Russen und Deutsche. Die Probleme in der Ukraine, die würden mich menschlich in der Schweiz genau gleich betreffen. Oder moralisch würde ich die auch dort nicht gut finden, was da abgeht. Aber da ändert eigentlich nichts, ob ich jetzt hier bin oder ob ich in der Schweiz bin.